Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie Xbox Live Arcade, dem letzten Part. Wir sind tief in Grunthildas Reich eingedrungen und wollen jetzt dieses Puzzleteil vervollständigen, dieses Puzzlebild vervollständigen mit unseren Puzzleteilen. Was nicht schwierig ist, weil wir haben alle Puzzleteile. Ach, welch wunderbares Bild. Hörst du mein Gekicher? Hier oben bin ich sicher. Und da haben wir's. Aber da ist noch jemand. Hallöchen, wir kennen ihn aus dem Intro. Puh, was ist das für ein ekelhafter Gestank? Oh, Besuch für Dingpot. Ich liebe Besuch. Ein Wunder, dass dich überhaupt jemand besucht, Stinkekessel. Was meint der komische Vogel? Sie wollte nur wissen, wo wir die Hexe Grunthilda finden. Ah, das weiß ich ganz genau. Wenn ihr die krassliche Alte aus dem Weg räumt, bin ich endlich frei. Schweige still, du armer Tropf. Ich hasse diesen Topf. Ist das Spiel hier erst vorbei, koche ich in dir Spinnenbrei. Keine Panik, Dingpot. Wenn wir sie erstmal gefunden haben, wird sie den Mund nicht mehr so aufreißen. Das hört sich gut an. Springt hinein. Ich schieße euch hinauf zu ihr. Viel Glück. Hineinspringen? Niemals. Den Gestank werden wir nie mehr los. Kazooie, wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt treten wir der Hexe in den Hintern. Bevor wir das tun, öffnen wir diese Notentüren. Hinter dieser Notentür befinden sich... Ja, man kann sich hier seine goldenen Federn auffüllen. Die wir hätten verdoppeln können mit den Cheats vom Cheeto, die wir erhalten haben. Aber hier, wir sind skillig genug, das auch so zu schaffen. Das ist, glaube ich, oder? Wie viele Notentüren... Brauchen wir denn hier? Okay, erstmal das öffnen. Das waren die goldenen Federn und die Eier. Und hier gibt es die roten Federn. Und man braucht nicht mal alle Noten, um da reinzukommen. Aber immerhin 882 von insgesamt 900. Kein Problem. Was bekommen wir hier? Etwas sehr Nützliches für den Bosskampf. Ein weiteres Bild. Wir können jetzt nur noch maximal 6 Puzzleteile übrig haben. Das heißt, man muss schon 94 gefunden haben von den 100, ne? Und, ja, 98 braucht man für doppelt so viel Energie. Das sind jetzt 16 Honigwaben. Wow! Und nur 2 Puzzleteile von allen braucht man eigentlich nicht. Aber halt nur für die 100%. Also los geht's! Auf zum Finalkampf gegen Grunthilda. Ich bin recht zuversichtlich und will es im First Try schaffen. Im ersten Let's Play habe ich mich ein bisschen angestellt. So ein lächerliches Paar sehe ich nicht jedes Jahr. Kämpfe nur, du doofer Bär. Mein Sieg wird sicher legendär. Das werden wir tun. Der Kampf hat mehrere Phasen. Und es ist wirklich nicht so einfach. Wumm. Und es sieht nicht mehr so eindrucksvoll aus. Wie auf dem Nintendo 64. Durch die 16:0 Einstellung. So, der Besen muss mal wieder übers TÜV. Deswegen der Motor stottert ein bisschen. Und sobald der Motor stottert, geben wir ein bisschen auf ihren dicken Hintern. Upsi. So, das ist alles noch nicht schwierig. Das ist noch easy peasy. Oh, schon wieder immer noch. Okay, das ist nur zum Aufwärmen, das ist nur zum Warmwerden. Dann kommt schon etwas Schwierigeres. Aufgepasst. Ja, ja. Und zwar positioniert sie sich hier. Was? Immer noch? Warum? Wie lange soll das hier noch gehen? Können wir weitermachen mit der nächsten Phase, bitte? Wollte gerade sagen. So. Jetzt hinterlässt sie auch eine Honigwabe. Da wir eins schon verloren haben, nehme ich die mal. Und das können wir nur ausweichen mit einer goldenen Feder. Ob wir genug haben? Aber man kann ja hier auch welche einsammeln, so ist es nicht. So, und aufpassen, dass wir nicht nach vorne fallen irgendwie. Durch ihre Zauber oder so. Weil dann sind wir halt tot und müssen wieder von neu anfangen. Seid ihr denn noch gescheit? Ich war noch nicht bereit. Upsa. Wer kämpft denn hier mit unfairen Mitteln? Ja, warte, das machen wir so. Ah. So. Immer schön weiter.
Das ist schon relativ schwierig, also ich habe da viel Übung drin. Ansonsten sieht es wirklich einfacher aus, als es ist. Jetzt hält es auch mal kurz still. Immerhin zwei Treffer und da. Wollte gerade sagen, das war doch ein Treffer. Und das Ganze noch ein viertes Mal. Also alles, was man macht, muss man eigentlich viermal machen. Eine magische Zahl. Also. Was ist schwerer, der Bosskampf 4 oder der Bosskampf von Banjo-Tooie? Schwierig zu sagen. Ich würde fast schon schätzen, der ist hier noch ein Stück einfacher, weil der Bosskampf von Banjo-Tooie, der ist schon sehr hart. Der ist schon sehr hart, ja. Finde ich aber auch toll, dass man da die Eigenheiten von Banjo-Tooie benutzt. Und hier, ja. Hier nicht, ist klar. So, warte, der lässt noch eine Honigwabe fallen. Brauchen wir. Und jetzt geht's weiter mit den Flugblättern. Also ziemlich alle Fähigkeiten werden ausgekostet. Oder zumindest sehr viele. Jetzt müssen wir sie treffen in der Luft. Auch das geht durch 16 zu 9 jetzt viel einfacher. Achtung, Achtung. Ich kann es auch treffen, wenn sie sich bewegt. Ist kein Problem. Und manchmal hält sie halt unerwartet an und so. Oder fliegt unerwartet weiter. Wenn man einfach hier so ein bisschen... So. Okay. Nee, das war nichts. Das war nichts, definitiv. Puh. Ah, jetzt bin ich wieder... Ah, das war so klar. Aber egal. Hi. Braucht man schon ein bisschen Flugskills, ne? Ah, jetzt habe ich schon damit gerechnet, dass sie losfliegt, aber... Egal. Rote Feder haben wir genug. Die braucht man da anschließend nicht mehr. Oh. Ich spekuliere jetzt ein bisschen sehr viel und habe gedacht, ich würde jetzt runterfallen, weil ich schon zu weit weg bin. Glück gehabt. Oh, nee. Die ersten Treffer waren richtig cool und so, aber jetzt... Jetzt kriege ich dich. Ja, es kann noch ein bisschen dauern hier. Aber runtergehen und Federn einsammeln, so weit soll es nicht kommen. Alter! Was habe ich denn heute für Zielwasser getrunken? Zielwasser Light? Das gibt's doch gar nicht. Also jetzt wird's peinlich. Das ist nicht mal lustig hier. So. Hä? What the fuck? Wollte gerade sagen. Was ist jetzt? Ja. Das hört man an der Honigwabe. Hoffentlich sieht mich hier keiner. Verstecke ich mich wie ein scheues Tier. Habe ich falsch vorgelesen? So, okay, wir können sie so nicht treffen. Wir sind jetzt machtlos. Wir sind jetzt auf die Hilfe von anderen angewiesen. Piep, piep, piep. Vogel und Bär haben wir so lieb. Ihr lasst mit so mit keine Wahl. Dann trifft doch euch die böse Qual. Jinjo-Statuen. Die wir befreien können, indem wir Eier reinfeuern. Soweit, so gut. Der Rosane zuerst. Tja. Also, die stehen irgendwo auf einer Brücke oder in der Landschaft und können sich nicht wehren. Aber im entscheidenden Bosskampf, da sind sie da. Jetzt sind die Bälle von der schon ein bisschen zielsuchend. Das heißt, wenn wir jetzt immer in eine Richtung gehen, dann trifft die uns. Müssen wir schon ein kleines bisschen schlauer machen. Genau darauf achten. Triff! Dann haben wir das soweit. Das ist schon mal gut. Aber das Schwierigste kommt erst noch. Jetzt haben wir auch unsere Spezialenergie verbraten. Beziehungsweise jetzt bekommen wir noch mal eins. Mit dem Besen ist jetzt Schluss. Zu Fuß werde ich wieder gehen muss. Und den Besen wird man wirklich nie wieder treffen. Der ist jetzt down. Der ist tot for everybody. Forever. For everybody. Uah. Und... Bäm! So, wann kommt denn unser Freund? Ich bin der Jinjo-Dator. Aktiviere mich. Okay, jetzt muss ich mich zusammenreißen, weil das ist nicht übel. Die feuert jetzt wirklich wie wild. Und
Bam. Da gab es wirklich Adrenalinsituationen im ersten Let's Play. Die will ich vermeiden. Ich will mich souveräner anstellen. Da wirklich nur noch mit einer Energie und dann das Loch nicht getroffen. Was nicht alles. Falsche Tasten, das ist wirklich Fail. Aber ich habe die Ruhe und die Souveränität und schaff das locker. An dieser Seite sieht man das Loch gar nicht so. Das ist ein bisschen fies. Okay. Aber wenn man so ausweicht, geht es locker. Immer so verwirrend sozusagen. Und das letzte. Und der Jinjunator wird freigelegt und das Spiel ist zu Ende. Oh mein Gott. Tag der Abrechnung. Jinjo. Tja. Jetzt würden mir auch die Knie schlottern. Obwohl, das ist eigentlich nur ein Jinjo mit roten Augen. Aber hey. Kann er Contilla besiegen? Dramatik pur. Oh mein Gott. Wer ohne mich die Rechnung macht, hat selten nur am Schluss gelacht. Tja, und weiter? Sieht nicht gut aus, hm? Jinjo. Oh, Erfolg freigeschaltet, Jinjunator. Und dieser Zauber, da gibt es was ganz Besonderes zu erzählen. Dieser Zauber sollte eigentlich Banjo-Kazooie treffen und sollten sich in einen Frosch verwandeln. Und mit denen dann halt das Spiel weiterspielen. Nur irgendwie haben sie da nicht mehr das Feature reingepackt und der Zauber ist noch da und der Frosch ist auch da. Man sieht ihn im Intro, wenn die doch musizieren mit ihrem Banjo und mit ihrem Keyboard und so. Da sieht man den Frosch, zu dem sich Banjo eigentlich hätte verwandeln sollen. Aber irgendwie, weiß nicht, die Entwicklungszeit nicht mehr gereicht oder so. Zu schwer. Tja, dieser Felsen ist wirklich geschichtsträchtig. Das kann nicht mein Schicksal sein. Klungo, befreie mich von diesem Stein. Übrigens, die Fortsetzung hier raus ist Banjo-Kazooie Crunchys Rache für den Game Boy Advance. Aber wir genießen jetzt erstmal das Ending mit einem Ausblick auf Banjo-Tooie. Jetzt wird gechillt. Tja, und dass die da ihre Melonen vor ihre Melonen hält, das ist wirklich Absicht. Wuhey! Ach ja. Na, Schnucki. Alles klar? Ja? Ach, wunderbar. Zeit zum Ausspannen. Nicht wahr, Schwesterherz? Klar, du und Kazooie, ihr seid nun echte Helden. Hast du das gehört, Kurzer? Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Okay, du machst ganz gut, Kazooie. Schon lange nicht mehr den Kerl gesprochen. Danke, Sprillenschlange. Genug jetzt. Lass uns einen Blick auf den Abspann werfen. Muss das sein. Kazooie nickt. Jetzt sehen wir nochmal alle Dingpo zum Beispiel. Und alle Charaktere, die wir bislang noch nicht gesehen haben. Klungo. Das werde ich definitiv nicht überspringen. Wir haben ja noch Zeit. In diesem letzten Part. Und ja, was ich sagen wollte, die Fortsetzung ist Banjo-Kazooie. Crunchys Rache. Wo eigentlich gar nicht so wirklich klar war, als es rauskam, wann das Spiel spielt. Man hat immer gesagt, das ist eine Parallele. Entweder geht es weiter wie in Banjo-Tooie. Oder es geht weiter wie in Banjo-Kazooie Crunchys Rache. Erst am Ende von Crunchys Rache hat man festgestellt, es spielt zwischen Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie. Also in Crunchys Rache, dem Game Boy Advance-Spiel, da versucht Klungo natürlich weiterhin, Contilla von dem Felsen zu befreien und die schafft es, ihre Seele zu transportieren in einen Roboter und macht halt in Roboterform Alarm und entführt Kazooie und all so Sachen und da gibt es relativ simple Welten. Das Spiel ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut. Oder nicht so überragend. Kommt definitiv nicht an Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie ran. So viel kann man sagen. Aber echte Banjo-Fans sollten mal einen Blick drauf geworfen haben, auf jeden Fall. Ja, und am Ende... Ja, wird der Roboter zerstört. Aber der Körper von Crunchy liegt ja nach wie vor unter dem Felsen.
Und erst dann sagt sie am Ende von Crotys Rache, ja, hol doch mal meine Schwestern. Und das zeigt dann... Dann geht's weiter mit Banjo-Tooie, wo Klungo dann die Schwestern Mingella und Blobelda ruft. Ja, und dann geht's weiter mit Banjo-Tooie, wo letzten Endes der Felsen zerstört wird, klar. Aber Crunty ist nur noch ein Knochengestell und sie schaffen es nicht, sie wiederherzustellen. Und am Ende ist sie nur noch ein Schädel. Und dieser Schädel bekommt dann den Banjo-Kazooie Schraube locker von Locke, Lord of Games, wieder einen Körper spendiert, aber all das und noch viel mehr auf meinem Kanal. Da mach ich halt auch gerne mal Werbung. Also wirklich, wenn ihr jetzt den Nachfolger Banjo-Tooie sehen wollt, dann kann ich euch wirklich meinen Let's Play dazu empfehlen. Da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, auch so mit der Synchronisation und so. Was man aber sagen muss, es sind zwei bildqualitätstechnische Mängel dabei. Und zum einen habe ich die Nintendo 64 Version gezockt. Also wer hier jetzt verwöhnt ist von tollen, klaren Grafiken, Gesundheit, der wird enttäuscht sein. Und ich habe mit Grabber aufgenommen und nicht mit der TV-Karte. Das heißt, es gibt Rand, es ist ein bisschen verschwommen. Aber wenn euch... und es ist nur 360p. Aber wenn euch das nicht stört, dann kann ich euch mein Banjo-Tooie Let's Play wärmstens empfehlen. War sehr beliebt. Und ja, geht dazu einfach auf meinen Kanal NeoSanLPM. In dem Playlist werdet ihr eine Playlist namens Banjo-Tooie finden. Und da könnt ihr das anschauen. 71 Parts. Das Spiel ist auch deutlich länger als Banjo-Kazooie. Da gibt es auch wirklich Welten, die nicht ohne sind. Von Dingen, die Crunty GmbH hat mich in den Wahnsinn getrieben. Aber wie gesagt, vielleicht irgendwann ein Reloaded von Banjo-Tooie. Auf was für ein Kanal? Man wird sehen, aber ich habe so viel anderes vor. Darunter Banjo-Kazooie Schraube locker. Ja, die Fortsetzung von Banjo-Tooie. Es ist die Fortsetzung. Man sieht, wie es weitergeht. Ist ganz lustig mit dem Yamyas Radio und wenn sie so dick sind und so. Nur das Spiel an sich ist halt kein 3D-Jump'n'Run, es ist halt ein Rennspiel bis Funracer. Na, aber ich würde es definitiv Let's Playen. Das werde ich tun mit euch. Relativ blind, weil ich habe nie wirklich gezockt und ich kann mich auch nicht großartig was erinnern. Ja, das werden wir machen. Bleibt also auf meinem Kanal, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. NeoSanLPM, da gibt es noch mehr Let's Plays von Banjo. So, und wir sind auch schon in der neunten Welt hier mit Big Clacker. Können wir das also langsam beenden? Ja, dann kommt noch die Endsequenz. Und dann war's es auch. Ja. Und momentan ist kein neues Let's Play von mir auf TGN Germ geplant. Also wer mich verfolgen möchte, der kann das tun. Auf NeoSanLPM. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ach ja, jetzt folgen auch noch Aussichten auf Banjo-Tooie. Und das war damals ganz witzig, 1998, wo das rausgekommen ist. Ja, du mit deinen Melonen. Und halt diese Geheimnisse waren mit den Fragezeichen-Eiern und dem Eisschlüssel. Wie gesagt, auf jedem Nintendo 64-Modul kann man auch den Eisschlüssel und die Fragezeichen-Eier einsammeln. Bilder zeigen Sachen, die ich verwenden in nächstes Spiel. Hast du das gehört, Kazooie? Sie machen noch ein Spiel mit uns. Zeige uns deine Bilder, Knochenköpfchen. Wir finden alle 100 Puzzleteile. Haben wir doch. Klar haben wir, Mumbo. Zeige uns deine Geheimnisse, Schaumschläger. Los, get up. Bilder zeigen Dinge, die ihr nix gefunden. Nehmen für neues Spiel. Banjo-Kazooie, Schraube locker. Haben sie geändert. Klingt super. Was bringt das? Vielleicht haben sie jetzt auch ganz schön was verändert. Mal sehen. Ja, klingt viel gut. Lol. Jetzt haben sie da Banjo-Kazooie Schraube locker eingesetzt. Hey, ich bin besser auch drin, du Kurzer. Hä? Was? Auch hier wurde der Text verändert. Mal gucken. Banjo-Kazooie Schraube locker lässt Banjo-Kazooie wie einen Witz aussehen. Mambo zeigt Bilder von Zeug im neuen Spiel. Hier, sieh an.
Okay. Das bekommen wir jetzt zu sehen, also wie man die Fragezeichen Eier und den Eisschlüssel einsetzt. Nun, man kann die auch einsetzen im Benjo-Kazooie Schraubelocke, da gibt es ja einen Shop von Mumbo, wo man sich neue Fahrzeugteile kaufen kann und so. Und das scheint irgendwie ein bisschen verpackt zu sein, das Bild von ihm. Wie lol ist das denn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall zeigt ihr uns jetzt die Bilder, die wir aus dem Original schon kennen. Das habe ich euch eigentlich alles auch gezeigt, schon im Let's Play. Und habt ihr das gesehen? Der hat es gar nicht geschafft. Wie fail ist das denn? Und jetzt ist dunkel geworden, weil ich so lange nicht mehr den Controller betätigt habe. Warum ist er jetzt runtergefallen? What the fuck? Man hat das Ei doch gar nicht gesehen. Wie fail ist das denn? Ja gut, der Eisschlüssel. Also ich kann nicht mehr. Jetzt schleicht er. Was soll denn das? Zoom doch ran, dass man den sieht, ey. Das ist totaler Fail. Naja, was soll's. Was ich sagen wollte, ja, das kann man in Banjo-Kazooie Schraube locker benutzen, das weiß ich. Und man bekommt da auch irgendwie in Banjo-Tooie dann Eier für... für ein Banjo-Spiel, was noch nicht erschienen ist. Das lässt ja immer noch Hoffnung aufkeimen, dass irgendwann ein neues Banjo-Kazooie-Spiel herauskommt. Nun, macht natürlich Sinn, Werbung zu machen für das aktuelle Spiel, was man im Markt kaufen kann, also... Mumbo, nix verraten. Wir finden heraus in Banjo-Kazooie Schraube locker. Ja, ich denke mal, das kann man auch so stehen lassen. Und deswegen sollte auch Mumbo Neoson LPM abonnieren. Das wird kommen. Und jetzt wollen wir noch Grunty bei ihrem Verderben anschauen. Und wenn euch das Projekt gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Die Verfälle ist so schwer. Aber ich muss meine Herren retten. Jetzt habe ich schon den Sprachfehler eingebaut aus Banjo-Tooie. Erfunden habt ihr alle Puzzleteile. Beim nächsten Mal, da gibt es Keile. Oh ja. Das war's, Leute. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und wie gesagt, es geht ja weiter mit Banjo. Leute, bis dann und ciao.